So Leute, da sind wir beim nächsten Secret Lair und wir haben, großartig, Time Trouble 2. Kurze Storyline hierzu, die Secret Lair ist mir gesponsert worden, die ist ja, ich kaufe nicht so viele Secret Lair, super, super selten. Okay, das sieht man, kann das in warum ist das auf Französisch? Warum steht das auf Französisch? Ach, weil es in Belgien gedruckt wird, wa? Belgien? Made in USA. Warum steht es dann in Französisch da, wenn es Made in USA ist? Ich verstehe es nicht. Egal. Wurde mir zur Verfügung gestellt zum Öffnen für euch. Vielen Dank dafür. Und ich mag es ja, wenn ich nicht mein eigenes Geld zum Öffnen ausgeben muss. Und Leute mögen Secret Lair. Deshalb öffnen sie Secret Lair und wollen immer, dass ich das für sie öffne. Und die ist tatsächlich hübsch. Thank you for being part of Secret Lair. Wow, das sieht aus wie so ein Schulbuch. Ja, spannend. Und wir haben, ach, komm raus da. Komm mal raus. Ah, das sind die. Die Planeswalker. Die gab's so schon mal. Damals waren's Khan, Doug Faden und irgendwas, was ihr mir jetzt in die Kommentare schreibt, weil ich habe es echt vergessen. Ich habe jetzt gerade wirklich kurz geschnitten und überlegt, aber mir fällt die dritte Karte nicht ein. Dann gab es die Elsbeth noch in dem Secret Lair 30 Anniversary Kalender. Und jetzt haben wir mehr davon. Old School Planeswalker, die Old School Effekte haben. Narset, Pernavel, was ein geiles Artwork hat die Dame, bitte. Wirklich, wirklich schön. Planeswalker, Legend, 3 Mana. Ah, aber sie ist Off-Center. Das ist das Bild selber, ist Off-Center, seht ihr das? Oh, ich kenne jemanden, der gerade am Fluchen ist. Fuck. Hier seht ihr den weißen Strich. Das heißt, das gesamte Bild innen ist leicht nach links gerutscht. Gegner können nur eine Karte pro Runde ziehen. Sie haben, wenn put 5 Loyalty, use Counters, on Narset. Opponents can attack Narset through Shiryu. Any damage, Loyalty Counters. Es ist wesentlich besser ausgeteilt, weil diesmal haben wir Absätze drin. In den alten Versionen mit Doug Faden, Khan und dem dritten, oder der dritten, gab es keine Absätze so wirklich. Da war das alles in einem Fließtext. Hier haben wir wenigstens Absätze drin. Dadurch ist es tatsächlich besser lesbar. Und es ist, das Blau passt halt ganz gut. Und ja, wir können halt 2 Marken runternehmen und können die Ursprung auf Karten angucken. Das passt bei ihr ganz gut, weil sie hat nur diesen einen Effekt. Und das ist schon nicht schlecht. Dann haben wir, was zur Hölle? Nissa, who shakes the world. Die ist generell off-center. Wow, was? Quality Control. Dankeschön, Wizards. Dankeschön. Nissa, who shakes the world. 5 Mana, Planeswalker Legend. Hat wieder diesen Quatsch. Forest, tappen für ein additional green. Und dann ist hier irgendwie, jede Runde kannst du einen Loyalty-Counter hinzufügen oder runternehmen. Und dann steht hier dieses plus 1, minus 6. Also das muss ich sagen, das gefällt mir nicht so sehr wie das da. Oder das ganz alte. Das ganz alte fand ich witzig. Das hier ist irgendwie so, es wirkt schon wieder so neumodisch, als hätten Leute sich aufgeregt, dass sie die Karten nicht lesen können. Und jetzt sind die von ihrem Gag weggegangen. Finde ich schade. Finde ich wirklich schade. Dann haben wir einen Tesseract Agent of Borders. Der sieht wirklich, wirklich cool aus. 4 Mana mit diesem goldenen Rahmen. Das ist schon hot. Das ist schon hot. Hier mit 3 Loyalty-Countern. Habe ich ein Tesserator-Deck tatsächlich. Sollte demnächst online kommen. Warhammer Tesserator. Ganz cooles Deck, da spiele ich den drin. Dementsprechend wird der auch gespielt. Der ist auch nicht off-center. Nichts. Der ist anständig. Aber ja, das hier mit dem plus 1, minus 1, minus 4 gefällt mir nicht so sehr wie das alte, muss ich sagen. Gefällt mir echt nicht so sehr. Und unser Hidden Drag ist ein Root Sliver. 4 Mana, 2/2, this spell can't be countered, slivers can't be countered. Auch nicht schlecht. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr könnt das unten in den Kommentaren auch mal schreiben, nachdem ihr mir gesagt habt, welcher dritte Planeswalker ich vergesse. Bestimmt wäre ein total cooles, den jeder spielt. Aber ob ich da der Einzige bin, der das irgendwie
nicht so cool findet. Oder ob ihr sagt, jetzt kann man sie endlich spielen, jetzt kann man sie lesen. Das finde ich viel, 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 viel besser. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß, trotz allem, dass ich jetzt gerade so ein bisschen gemeckert habe. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.